Willkommen in meiner Red Kitchen. Ich bin die Sonja und willkommen zum Weihnachtsplätzchen Special 2015. Ich mache Honigstangen. Das geht einfach, das ist ein tolles Rezept und was wir dazu brauchen, zeige ich euch jetzt. Für unsere Honigstangen brauchen wir neben Honig braunen Zucker und Butter, außerdem ein Ei, Lebkuchengewürz, Mehl und Backpulver. Für die Deko habe ich mir eine Orange, Puderzucker und Orangensaft bereitgestellt. Zunächst müssen wir uns für dieses Rezept an den Herd begeben. In einen Topf kommt der Honig mit dem braunen Zucker und etwas Butter. Lassen wir das Ganze schmelzen. Ist dies geschehen, kommt der Topf vom Herd zum Abkühlen. Die Honigmasse kommt nun in eine Schüssel. Darauf gebe ich das Mehl, das Backpulver und das Lebkuchengewürz. Dann ist wieder Handarbeit angesagt und wir massieren die Zutaten richtig durch. Dann Klarsichtfolie auf die Schüssel und für eine Stunde in den Kühlschrank. Wenn der Teig sich ausreichend ausruhen konnte, formen wir daraus kleine Stangen, die auf dem Backblech enden. Das Backblech kommt für 20 Minuten in den bei 180 Grad vorgeheizten Backofen. Und das sind sie, die knusprigen Honigstangen. Sehr zu empfehlen, unbedingt nachmachen. Und dieses ist nicht das einzige Plätzchenrezept dieses Jahr. Unten findet ihr noch zwei weitere. Wem das nicht genug ist, kann sich ja die Plätzchen-Specials der letzten Jahre ansehen. Da gibt es dann ganz bestimmt die ein oder andere Inspiration für euch. In diesem Sinne, schöne Adventszeit, eure Sonja.